Aber wir wollen natürlich erstmal unseren ganzen Schrott bei ihr verkaufen. Oh. Das ist eine Menge. Alter. Naja, gut. Jetzt schauen wir mal hier. Was hat sie denn so Schönes? Ja, Panzerung, ja. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches irgendwie. Aufklärung 3, naja, aber trotzdem gewöhnlich. Können mehr Schaden absorbieren. Okay. 4% maximale Schädelleistung. Das ist, naja. Backup Lebenserhaltung. Ja, Overdrive Pack. Ja, nehmen wir das mal. Das nehmen wir mal. Ja, und Schildkondensatoren. Und das war's. Oder? Haben wir hier noch was? Hallo, 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 hallo. Erstmal bestätigen. So. Hier hatten wir doch eben 12.000. Wo sind die hin? Das würde mich jetzt echt mal brennend interessieren. Skorpion. Oh. Die ist zwar langsam. Unsere ist aber irgendwie langsam. Wir haben die doch, oder? Die tragen wir doch. Die macht aber mehr Schaden. Naja, mal gucken. Hitzegenerator. Oh. Kräfteverstärker, bla bla bla, tralala. Modplatzerweiterungen. Naja. Ja, ich glaube, davon braucht man nicht so wirklich viele, oder? Kettpanzerung haben wir, glaube ich, auch nicht wirklich. Rebellenpanzer. Nein, wir erforschen unsere eigene Panzerung, von daher. Biotikverstärker, Rushat. Rushat 3. Schrotflinte. Universalklinge, Initiative-Panzerung, ja. Organischer Hammer. Haben wir doch schon alles. Hä? Wie? Nahkampfwaffe gefertigt, ja. Und das hier? Nahkampfwaffe selten. Ach so, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Okay. Tja. Biotikverstärker? Medigel-Regulator. Raptor. Präzisionsgewehr. Angara-Helm. Wie viel haben wir davon? Einige. Angara-Panzerung. Mal wieder. Arme, Beine. Oh. Eieieiei. Wie viel haben wir denn davon? Pathfinder-Panzerung Speer. Rebellenpanzerung.
Ja, ich weiß nicht. Noch ein Initiativhelm. Moment, hatten wir den nicht gerade? Aufklärung 3. 1. Weg damit. Weltraumforscherhelm. Ja. Das möchte ich ungern schon alles verticken. Weil ich weiß nicht, ob wir das vielleicht noch brauchen werden. Ja, Nickel. Tja. Gut, okay. Handel bestätigen. Fertig ist. Oh, jetzt haben wir hier Geld. Das ist schön. Achso, Moment. Wollen Sie handeln? Für unseren Nomad haben wir da auch noch irgendwas. Nomad Mods. Nein, Karussell-Lackierung hat sie auch nicht. Gut, alles da. Gut. Wir wollen erstmal zu unseren Forschern. Was bringen Sie uns, Pathfinder? Ich wurde von Roker überfallen. Sie haben schädliche Mutationen untersucht. In der Hoffnung, sie gegen uns einzusetzen. Hoffentlich haben Sie Ihrem Treiben ein Ende gesetzt. Haben Sie Ihre Daten? Dürfen wir sie sehen? Ich habe alles gelöscht. Ein derartiges Wissen sollte für niemanden zugänglich sein. Ich war nur neugierig, welche Vorstellungen die Roker von guter Wissenschaft haben. Wir müssen besser sein als sie. Es geht hier darum, das Leben zu verbessern, oder nicht? Natürlich. Unsere Arbeit könnte den Angara nützen und beweisen, dass die Roker sich irren, was uns betrifft. Ich habe alle mutierten Tiere und Pflanzen gescannt, die ich finden konnte. Hoffentlich nutzt das ihrer Forschung. Wir werden beschäftigt sein, bis wir umfallen, was? Danke für alles, Pathfinder. Wir beginnen sofort mit der Arbeit. Sehr schön. Gut. Was? So, was Quatsch und an geht weiter. So. Ich finde, wir sollten zum Gewölbe gehen und uns ein bisschen umsehen. Klingt riskant. Wir könnten es wieder kaputt machen. Gutes Argument. Hier haben wir bestimmt schon drin gestöbert. Ja, natürlich. Assistent Torva. Geht's dir gut? Wie kann ich Ihnen helfen? Gar nicht. Reden wir später weiter. Wir können uns später weiter unterhalten. Ich werde hier sein. Das Datenpad kennen wir schon. Ich gucke auch gerne nochmal rein. Geiselschlucht, Bedingungen auf der Wahl. Ja, kennen wir schon. Haben Sie unsere Leute auf Aya über die Neuigkeiten informiert? Ich wollte erst noch eine weitere Messung abwarten. Jeder Durchlauf ist noch aufregender als der letzte. Naja, dann wird er heute Abend wahrscheinlich mit dem Herzlabaster auf der Krankenstation verbringen. Kiran. Wie kann ich Ihnen helfen? Der Vertreter der Initiative. Unsere Leute machen Ihnen doch keine Probleme, oder? Überhaupt nicht. Sie sind uns eine große Hilfe. Und Dr. McIntyre hat uns wundervolle Geschichten über Ihre Galaxie erzählt. Es tut gut zu wissen, dass nicht alle Aliens wie die Cat sind. Oh ja, das stimmt, das stimmt. Aber das war schon. Auf Wiedersehen. Ich sollte jetzt gehen. Mögen die Sterne für Sie strahlen, Pathfinder Rider. Ja, danke. Für euch auch. Was? Na. Oh. Komm, Terminal. Können wir mit irgendwem quatschen? Nein, ne? Nein. Absturzstelle. Ui, nö. Ach, deswegen gut. Alles da. Haben wir hier nichts Neues. Mal sehen. Erträglich.
Louis. Ja? Tschüss. Ich will Sie nicht länger stören. Sehr gut. Achten Sie da draußen auf die Pflanzen. Die sind fies. Ja, 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 ja. Da hätte ich mir etwas mehr Abwechslung gewünscht, aber... Naja, gut. Okay, wie kommen wir da... Wie kommen wir jetzt da hoch? Oder ist das sogar hier? Was ist denn da überhaupt? Tiefer rein geht's nicht. Interkulturelle Allianzen. Direktor Edison von Haval aus kontaktieren. Indem sie den verschwundenen Monolithen auf Haval aktiviert und das Gewölbe zurückgesetzt haben, konnten sie die Zerstörung des Planeten verhindern. Die angaranischen Wissenschaftler aus der Forschungsstation in Palev haben daraufhin ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit Teams der Initiative bekundet. Direktor Edison hat mehrere Forscher auf dem Planeten entsandt und sie gebeten, sich vor Ort ein Bild zu machen. Okay, dann war das schon die ganze Zeit das, was wir eigentlich hätten machen sollen. Aber wieso von da oben? Geht das nicht hier von dem... von der Butze hier aus? Terminal? Oh oh. Koordination mehrerer Einsätze. Aufklärungspostennetzwerk eingerichtet. Geochemische Analyse eingeleitet. Ja, das ist mal wieder das... Fallout der Geißel zur Vernachlässigung in der oberen Atmosphäre können generierte Schilde existieren. Auf dem gesamten Planeten rasantes Pflanzenwachstum. Gut, das ist ja nicht mehr so wirklich aktuell. Triangulation erfolgreich. Datenkonsolidierung läuft. Von Anwar an Aridana. Von der Nexus-Forschung. Meine Erkundung war auf eine Entfernung von 3 Metern vor den Türen der Tempest beschränkt. Aber die ersten Ergebnisse zeigen, dass das Pflanzenleben, in Klammern und möglicherweise sämtliches Leben, auf Haval eine deutliche Tendenz zur Mutation aufweist. Zellen mutieren und vermehren sich auf eine Weise, die zum Tod des Organismus führt. Man könnte es wohl mit Krebszellen vergleichen. In der guten Stunde, die ich auf dem Boden war, habe ich gesehen, wie eine Kletterpflanze aus dem Boden auftauchte, bis zur Reife wuchs und sich dann um sich selbst wand und sich buchstäblich selbst erwürgte. Ich habe Aufnahmen davon angehängt. Anhang ziemlich grauenhaft, tut mir leid. Gut, laufende Diskussionen zusammengelegt. Wieder von Dr. Aridana an sowie Anwar. Ich nehme an, dass das nicht der normale Lebenszyklus der Pflanze ist, die sie beobachtet haben. Übrigens war das vorher andersrum. Unvorhersehbare Verhaltensmuster wie diesen würden ein Ökosystem ins Chaos stürzen. Ja, das haben wir hier ja durchaus. Das Chaos ist ja schon da. Ich kann nur vermuten, dass es durch die Relikttechnologie ausgelöst wird, die dort vorhanden ist. Wenn sie die Atmosphäre eines gesamten Planeten verändern kann, kann sie vielleicht auch auf zellularer Ebene Änderungen hervorrufen. Die Frage ist, funktioniert sie wie geplant, in Klammern irgendein krankes Experiment, oder ist es eine Fehlfunktion? Mir wäre es lieber, wenn letzteres der Fall wäre. Aber ich habe gelernt, keinerlei Annahmen mehr zu machen, wenn es um Relikte geht. Eilige Nexus-Nachricht. Bekannt, blablabla, Analyse. Die Heimat der Angara ist ein grüner Dschungelplanet. Scans zeigen jedoch, dass die Flora auf Haval fehlangepasste, nicht nachhaltige Wachstumsmuster aufweist. Die abnormalen Mutationen lassen darauf schließen, dass das Ökosystem von Haval auf schreckliche Weise aus dem Gleichgewicht geraten ist. Anhänger heruntergeladen. Was? Nicht nachhaltiges Wachstum? Soll das etwa heißen, wir haben entweder gar kein Leben auf Planeten oder zu viel Leben? Soll das ein Witz sein? Wie heißt nochmal diese komische Menschengeschichte mit dem Bären und dem Brei? Jarun Tan, Direktor der Initiative, Nexus. Goldlöckchen, ach, und beruhigen Sie sich bitte, Edison. Bitte nicht auf allen Antworten klicken. Das ging gerade an alle, nicht nur an die Führungsriege. Cash. Gut. Ja, das kennen wir schon. Das ist ja interessant. Hier gibt es also auch immer mehr zu lesen. Ganz toll. Nein, ich will ja nicht zurück zur Tempest. Was? Von da oben sollen wir kontaktieren? Echt jetzt? Da oben ist doch gar nichts.
Sollen wir wieder runter. Ach. 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 Ja, die Tür habe ich gerade schon gesehen. Habe ich gerade schon gesehen. Sehr schön. Ach, hier gibt es auch eine Treppe hoch. Toll. Ja, hätten wir die gesehen, hätten wir die auch genommen. Gut. Tag. Ich habe meine Ableger mit Kieran Darls verglichen. Keine Mutationen, kein Pilzbefall. Das sind alles gute Zeichen. Für manche Leute sind Pflanzenpilze eine Delikatesse. Wenn Sie schon etwas essen wollen, das ein defektes Gewölbe ausgespuckt hat, tun Sie es wenigstens im Rahmen einer Mutprobe. Hm. Ach ja, ich mag diese Gespräche. McIntyre. Der erinnert mich ein bisschen an den alten MacGyver. Ein bisschen. Sie müssen der Pathfinder sein. Dr. McIntyre von der Nexus. Ryder, willkommen auf Havar. Danke. Ich schätze mal, nachdem Sie das Gewölbe jetzt wieder auf Kurs gebracht haben, wird diese Welt deutlich gastfreundlicher sein. Die Angara haben uns eingeladen, das Pflanzenwachstum zu beobachten und die Ruinen im Dschungel zu erforschen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Ja. Erzählen Sie mehr über Ihre Arbeit. Welche Aufgaben erfüllt Ihr Team hier? Sarah ist unsere Botanikerin. Sie kümmert sich um die Pflanzen und entwickelt einen künstlichen Lebensraum für sie. Außerdem ist sie rein zufällig auch noch Technikerin. Diese Asari. Ein Job reicht ihnen einfach nicht. Dann hätten wir noch den jungen Farley. Er beschäftigt sich mit Insekten. Und Sie? Ich bin unser Xenoanthropologe. Was im Grunde nichts anderes heißt, als dass ich mit den Angara über diese Ruinen rede und ihnen zuhöre. Was denken Sie über die Reinkarnation der Angara? Sie wissen, wie Tavos den Monolithen gefunden hat? Durch Erinnerungen aus einem früheren Leben. Ja, ich habe davon gehört. Das ist auf jeden Fall was für die Lehrbücher. Sie glauben ihm? Aber Sie sind doch Wissenschaftler. Die Asari können Gedanken und Erinnerungen teilen. Proteanische Tech drückt sich durch Visionen aus. Das sind wissenschaftliche Fakten. Wir alle sind mehr als das, was man unter einem Mikroskop sehen kann, Junge. Junge, Alter! Und wie kamen die Stasefelder zustande, in denen die Wissenschaftler gefangen gehalten wurden? Seien Sie in der Nähe dieser Monolithe vorsichtig. Es könnte dort weitere Stasefelder geben. Wir glauben zwar, dass sie sich nur auf Angara auswirken, aber wer weiß. Oh, keine Sorge, wir wissen Bescheid. Ich habe hinter System aktiv einen Haken gemacht. Was natürlich nicht heißt, dass der junge Farley auch daran denken wird, wenn er mal wieder irgendwelchen Schmetterlingen nachjagt. Gut, das hat jetzt zwar nicht unsere Frage beantwortet, aber gut. Ich möchte Ihre Gedanken zu Kieran Dahls hören. Ich nehme an, Sie haben bereits mit Kieran Dahls gesprochen. Klar, sie ist schließlich diejenige, die uns eingeladen hat. Sie hat einen schrecklichen Wirbel um uns gemacht. Aber sie ist eine nette Frau, die sich hoffentlich auch als gute Kollegin erweist. Ich habe jedenfalls vor, ihr genau zuzuhören. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Das war's erstmal. Viel Glück, McIntyre. Sichere Reisen, Radar. So. Holokommunikation. Die Berichte werden dieser Welt nicht gerecht. Sie ist traumhaft. Naja. Direktor Edison? Sie schauen nicht persönlich vorbei? Das hier hätte ein Außenposten sein können. Danke, aber ich verzichte. Mir sind klimatisierte Räume lieber als diese Extreme. Angesichts der Bedeutung dieses Planeten für die Angara ist es absolut angemessen, dass wir sie zwar unterstützen, aber keinen Außenposten errichten. So ist es. Und die Stabilität, für die sie gesorgt haben. Aya hat sich dafür bei mir bedankt. Ich glaube, das hat in Andromeda bisher noch niemand gemacht. Es hilft uns weiter.
Aber ich wollte uns auch gut vertreten. Nach den Cat und dem, was sie von den Exilanten gesehen haben, mussten wir uns den Angara von unserer besten Seite zeigen. Was in der Vergangenheit leider viel zu selten der Fall war. Aber wer weiß, vielleicht steht Pathfinder ja wirklich für das Beste an uns. Aval bringt uns weiter. Auch ohne Außenposten. Mhm. Wir brauchen natürlich einen Ersatz, aber es ist trotzdem ein Schritt nach vorne. Diese Entwicklung gibt Anlass zur Hoffnung. Und das ist vielen Leuten bewusst. Außerdem wäre da noch etwas anderes. Es geht um eine formelle Angelegenheit. Um ein Statement für die Archive. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt dafür? Pathfinder war immer ein Symbol. Wie die Außenpostenflaggen im öffentlichen Bereich. Die Leute brauchen eine Verbindung zur Realität dort unten. Mhm. Wenden Sie sich an sie, Pathfinder. Sagen Sie ihnen, was das hier für uns bedeutet. Das ist die Erde der Angara. Die Erkundung geht weiter. Hm. Eigentlich ist das hier... Ja, es ist ja irgendwie die Erde der Angara. Aber die Erkundung geht natürlich weiter. Wir haben diese Reise nicht angetreten, um einfach nur zu überleben und um Ressourcen zu kämpfen. Wir sind hier, um zu forschen und zu entdecken. Haval ist dafür wie geschaffen. Und alles, was wir über diese Welt herausfinden, hilft nicht nur uns, sondern auch den Angara. Ihr Statement wurde festgehalten, Pathfinder. Edison, Ende. Terraformer. Wie schön. So, dann sind wir jetzt hier wahrscheinlich durch erstmal. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Oder auch nicht. Ich glaube ja nicht, weil irgendwie haben wir ja noch eigentlich genug zu tun hier. Aber mal gucken. Logbuch. Ja, abgeschlossene Mission, dass hier immer noch ein Ausrufezeichen davor ist. In Vault, genau, da müssen wir nach Vault. Gil, ja. Samkern, ja. Ja. Vault. Eos. Salariana, Azari und Turiana. Naja. Welten zur Prüfung finden. Das ist so ein Dauerbrenner hier. Lebensforschungsprojekt bauen. Ja. Naja. Panzerungsdiplomatie. Freund oder Feind, warten, bis Jarl ein Treffen arrangiert hat. Ah, genau darauf müssen wir warten. Im Zuge ihrer Bemühungen, Ephras Vertrauen zu gewinnen, haben sie die Aufmerksamkeit der Roka erregt, einer Zelle angaranischer Kämpfer, die alle Aliens hassen. Jarl hat Informationen über Axul, den Anführer der Roka. Okay. Nach Überlebenden oder Trümmern der Nathanus Ausschau halten. Trümmer haben wir alle gefunden. Aber Überlebende? Auf Haval wurden Turianer gesehen, die Uniform der Arche Nathanus trugen. Ja. Finden Sie sie, um Informationen darüber zu erhalten, was mit der Arche geschehen ist. Ja, würde ich ja gerne machen, aber... Irgendwie... wird das nirgends angezeigt. Auf Aya, ja, das ist auf Aya halt, ne? Volt. Nexus, ja, Gegner und auf die E-Mail von den Hackern müssen wir noch warten. Auf der Tempest, da müssen wir zur Nexus. Auf Volt, Standort für Außenposten, mit dem Widerstand treffen, ja. Zusätzliche Bepflanzung, Pflanzenproben sammeln, ja. Roka-Manifeste auf Haval. Genau, das sind nämlich diese komischen Manifeste, die wir irgendwie gar nicht mehr finden. Gefundene medizinische Vorräte. Ja, das wird wohl irgendwo anders sein. Empfänger auf Eos. Könnte natürlich auch auf Eos sein, hier das hier. Da müssen wir auch zurück zu Nexus. Planeten. Machen wir auch bald weiter. Tierwelt Andromedas. Eins fehlt noch. Der Geist von Versprechen. Andere Stationen der Forscherin finden. Wahrscheinlich in ganz Andromeda verteilt, oder? Ach nee, Forschungsstation einer der ersten Siedlerinnen. Okay. Aber andere Reliktstätten?
gibt es ja eigentlich dann nur auf anderen Planeten. Also hier auf Haval war nichts. Auf Kiris nächsten Interviewslot warten, das ist auf der Nexus. Mineralien-Scan, ja, das wird wahrscheinlich auf weiteren 15 Planeten sein. Reliktdatenkerne, 1 von 9. Ja, Pathfinder Brustpanzer herstellen. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, wie das geht. Also, jetzt kehren wir erstmal zurück zur Tempest. Oder? Ja, würde ich sagen. Wo ist denn da? Ja. Gut. Wir sind wieder auf der Tempest und sprechen in der Crew leider erst in der nächsten Folge. Vielleicht auch erst nach einer längeren Aufnahmepause. Ich überlege, ob ich dieses Let's Play vielleicht sogar abbreche, weil rauf auf den Planeten, runter vom Planeten, rauf auf den Planeten, runter vom Planeten, rauf, runter, hin und her. Das ist etwas zu groß, um es wirklich effektiv Let's Playen zu können. Ihr werdet wahrscheinlich auch nur Teile der Folgen gucken. Wahrscheinlich gar nicht komplett. Und ich möchte auch was zeigen, was ihr auch angucken möchtet. Und da ich so ein Perfektionist bin, ich möchte alles finden, ich möchte wirklich alles erkunden, überlege ich noch und ich ringe noch mit mir, ob ich dieses Let's Play abbreche oder einfach nur eine längere Aufnahmepause jetzt mache. Das weiß ich noch nicht. Privat würde ich es weiterspielen, keine Frage, würde ich es auch durchspielen. Überhaupt keine Frage, ist ein Spiel, was wirklich Laune macht. Aber diese Zeiten auf dem Planeten, das ist... wir haben jetzt die letzten, wie viele Folgen nur auf dem Planeten verbracht? 6, 8 Folgen. Das waren immerhin 3 bis 4 Stunden. Und was haben wir da gemacht? Nickel sammeln, Platin sammeln. Ja, mit dem Quatschen, immer dieselben Gegner wieder umlatzen. Und, ja. Ich weiß nicht, also, ich möchte euch schon was bieten, was ihr auch ansehen wollt. Aber das Spiel, das macht einen sehr guten Eindruck von der Grafik, vom Spielspaß her. Ja, ist ein bisschen Gasbremse, aber so im Großen und Ganzen ist es, recht angenehm noch. Teilweise bremst einen das Spiel sehr stark aus. Das ist dann nicht so schön. Oder wenn man erstmal kreuz und quer über den ganzen Planeten geschickt wird, wird nur um irgendwie Spielzeit herauszuschlagen. Das ist auch nicht so toll. Aber so macht das Spiel schon Spaß. Es hat eine handfeste Story. Ich würde sagen, kauft es euch, spielt es selber und habt Spaß damit, statt mir jetzt dabei zuzugucken, wie ich ständig über den Planeten laufe. Ich weiß, ich muss nicht alles machen, aber ich möchte gerne alles machen und ich möchte euch damit aber auch nicht langweilen. Vielleicht nehme ich auch nur noch Teile von dem Spiel auf, die wirklich vielleicht... wichtigen Missionen vielleicht, weiß ich nicht. Da müsste ich allerdings auch alles aufnehmen und dann herausschneiden, welches die wirklich wichtigen Missionen sind. Und da geht, glaube ich, ein ganz, ganz großer Teil vom Spiel sonst verloren. Ja, jedenfalls würde ich erstmal sagen, dass das Spiel ein großartiges Spiel ist. Ich würde es sehr gerne weiterspielen. Privat werde ich das auf jeden Fall tun. Ob ich das in Aufnahme weitermache, weiß ich nicht. Ansonsten wird um 14:30 ein weiterer Sendeplatz bei mir frei. Ich weiß noch nicht genau, was ich euch dann spiele, aber ich glaube, es wird Split Second werden.
Und zwar ist das ein Rennspiel von Disney. Das ist schon ein bisschen älter jetzt mittlerweile. Macht aber mächtig was her und das kann ich recht gut, wie ich finde. Ich habe es schon mehrmals durchgespielt und ich spiele es immer noch gerne. Und ja, bald geht es ja auch weiter bei mir mit Minecraft, beziehungsweise mit der Mod Life in the Woods. Da ist zwar noch nichts fertig, also noch nichts ist wirklich fertig, aber ich möchte euch bei dem wirklich Wichtigen jetzt auch dabei auch teilhaben lassen. Jedenfalls hat es etwas mit einem Kellerbereich zu tun. So, aber nicht nur mit dem Kellerbereich, auch oben hat sich wieder ein bisschen mehr getan und wird sich auch noch weiterhin was tun. Gut, und der zweite Sendeplatz, wenn Prey dann durch ist, das werde ich auf jeden Fall durchspielen, und natürlich auch aufnehmen. Da wird dann wahrscheinlich dann, ja, vielleicht Saboteur oder Battlefield oder mal gucken. Da habe ich mich noch nicht ganz entschieden, vielleicht auch Medal of Honor. Ich bin mir noch nicht sicher. Welcher Teil von Medal of Honor, weiß ich auch noch nicht. Aber das werde ich mir in den nächsten Tagen dann überlegen. Ja, jedenfalls. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein, auch wenn es mal zwischendurch nicht so spannend war, für mehrere Folgen scheinbar. Aber wichtig ist, dass es Spaß macht. Mir hat es Spaß gemacht und ich möchte auch, dass es euch Spaß macht, also kauft euch das Spiel. Und ja, ich wünsche euch gute Unterhaltung bei meinen anderen Let's Plays und mit diesem Let's Play natürlich auch noch. Bis dann. Tschüss.